doch, ich glaube, da ist der Eingang. Hä? Auf Wanderungen bin ich schon oft an Bunkereingängen vorbeigekommen und habe mich gefragt, was da genau dahinter steckt. Und da innen, in diesem kleinen Häuschen, ist jetzt auch so eine Kanone noch versteckt, noch tarnt. Und auch auf Basstouren mit dem Töff bin ich ihnen immer wieder begegnet. So ist meine Neugier und Faszination immer grösser geworden. Du bist so vorbeigefahren und denkst, ah, da, Bunker. Tausende von Bunkern gibt es in der Schweiz. Viele von den militärischen Bunkeranlagen, die im Zweiten und sogenannten Kalten Krieg gebaut worden sind, werden vom Militär nicht mehr gebraucht. Die meisten werden stillgelegt und einige davon sind jetzt in privater Hand. Ich denke, wenn du hier ein Ferienhaus kaufen, denke ich, jetzt kaufen wir lieber so eine Festung. Mich nimmt es Wunder, was sind das für Leute, die privat Bunker besitzen? Und was machen sie damit? Und dann haben wir hier wunderbare Shiitake-Pilze. Wie weit geht jetzt das hier hinten? Ja, da geht fast einen Kilometer bis zum Nordausgang bist. Für diese Reportage tauche ich ein in die faszinierende Innenwelt der Schweizer Geschichte. Meine Reise fängt gerade mit einem Superlativ an. Ich bin auf dem Weg zum grössten Bunker der Schweiz, der im Privatbesitz ist. Er befindet sich hier, oberhalb von Pfäffers, im Kanton St. Gallen. Die ehemalige militärische Anlage ist im Privatbesitz von Erich Breitenmoser. Also, ich bin jetzt hier. Ich stehe vor dem Eingang und ich warte jetzt auf den Erich, bis er mir hier aufmacht. Aber es ist schon krass, nur schon hier der Eingang. Hoi Erich! Sali! Hoi! Sali! Robin. Sali, freu mich. Ich fahre mit dem Auto in den Bunker. Er ist riesig. Ein halbes Dorf mit 195 Räumen, 8 Kilometer Gang und ein eigenes Wasserreservoir von 1,8 Millionen Liter Wasser. 600 Soldaten hätten für ein halbes Jahr im Notfall Schutz gehabt. Mit dem Auto wird es zu eng und zu Fuß wären wir ewig unterwegs. Darum fährt uns der Erich mit dem Elektro-Töffli durch die Gang. Gehen wir einfach mit dem Töff. Das genau, du musst einfach hinten drauf hocken. Kann ich hinten drauf. Kannst du auf der Seite heben. Fahr ich jetzt hier am Stollen hinten. Hä? Ich bin gerade noch mit der Kamera am Reden. Aber. Aha, geht's? Ja, das ist super. Wie weit geht jetzt das hier hinten? Ja, da geht fast einen Kilometer bis zum Nordausgang bist. Okay. Zuerst fahren wir etwa 5 Minuten lang einfach Gang hinten und runter, bis wir dann im unteren Stock ankommen, wo mir Erich die wichtigsten Räume zeigt und ihre Geschichte dazu erzählt. Wir hatten eine eigene Post. Aha. Und eine Mannschaftsdusche. Die Festung ist vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden und während dem Kalten Krieg nochmal erweitert, modernisiert und atomsicher gemacht worden. Das ist eigentlich wie im Fußballclub. Kannst du hinten schauen, ja. Zahlt in den 80 Jahren erneuert. 1998 ist sie dann stillgelegt worden und 2002 aus der Geheimhaltung entlassen worden. Der Erich zeigt mir noch jenste weitere Räume. Du bleibst ja nur schon fit, um hier den Unterhalt zu machen. Hat 1500 Treppen, die ganze Anlage. 1500? Ja. Wow. Und noch 800 Leitertreppen. Also, und du hast für jeden einzelnen Raum hast du einen Schlüssel? Ja, jeder Raum hat einen Schlüssel. Mehr als einen Schlüssel zu geben. Das ist nur ein Teil, hat noch mehr Schlüssel als das. Was ist so deine Motivation, dass du so eine Festung kaufst? Ja, ein Kollege hat gesagt, es sei zum Kaufen und dann sind wir geschaut. Und ich dachte, so ein riesiges Ding muss ich jetzt auch wieder nicht haben. Aber ich dachte, wenn du hier ein Ferienhaus kaufen, dann denke ich, jetzt kaufen wir lieber so eine Festung. Und eben kommerziell kann man etwas daraus machen. Yeah. Wir haben natürlich einen Haufen Geld investiert, um zu schauen, dass man das eine Möglichkeit an Leute geben für Lager, Kryptomining, Servers und so weiter, da das offerieren. Und ich denke, langfristig kann man da sicher etwas daraus machen, weil man 195 Räume, man hat über 30'000 Quadratmeter brauchbare Fläche. Das heisst, man hat sehr viele Möglichkeiten, um Sachen zu machen. Der Erich vermietet Räume für Kryptomining, Serverräume, Lager für Whisky, auch für die ETH Zürich, wo ein spezielles Gravitationsexperiment macht. Und Platz hat es noch so viel mehr. Zwei Tage in der Woche ist er da, streicht Wände, flickt Sachen und installiert neues Zeug. Yeah. Aber der Unterhalt ist hoch, das musst du wissen. Oder? Und hat die Folge nicht besitzen, nicht gehabt, also jetzt gar nicht gehabt, um das zu machen. Yeah. Dann nur die Farbe allein, 10'000 Franken, um die Farbe vom Eingang bis dahin am Proni gespritzt. Die Farbe allein war 10'000 Franken. So ein Kübel kostet 350 Franken, ist eine spezielle Kalkfarbe. Ja, das ist ein Kosten, unglaublich. Oder? Yeah. Die Abläufe, die man immer rausputzen, wegen dem Kalk. Yeah. Und jetzt das ganze Stromsystem, oder? Ja, du bräuchtest eigentlich fast das gesamte Team, das das unterhält. Ja, viele Kollegen, die kommen mir helfen am Wochenende. Ja. Der Erich macht auch offizielle Führungen durch sein Reich im Untergrund. Ein bisschen kommt es mir vor wie ein Gang durch die Vergangenheit. Das ist
Der ganze Trakt war ein Spital, oder? Ah, okay. Ja. Für den Arzt und die Soldaten können zum Arzt. Und hinter mir ist das, das Herzstück der Anlage, da haben Strom produziert. Wenn es ein Blackout gibt, macht es Klick und alles läuft weiter, oder? Das sind die alten Dieselmotoren, ja. Drei Schiffsmotoren und das ist das neueste Aggregat. Also sagen wir Hightech und Lowtech. Wie viel der Erich für den Bunker gezahlt hat, wird er nicht sagen. Verratet mir aber, dass der Bunker vor 80 Jahren 10 Millionen Franken gekostet hat und seither die Armee nur einen Haufen Geld in die Erweiterung gesteckt hat. Also ich bin nicht sehr sicher, 40 Millionen investiert in der Zwischenzeit hat die Armee da. Das ist eine Mannschaftskantine und dahinter ist die Küche. Aber findest du es nicht, zum Teil auch, laufst in den Bunker rein und du denkst, es ist eigentlich schon absurd, dass ich das habe? Ja, jedes Mal, wenn ich hineinlaufe, denke ich, ist unglaublich. Oder? Mhm. Das ist eine riesige Hütte, eine riesige Anlage, zwei Stockwerke im Berg innen, unter dem Dorf. Mhm. Und das ist einfach, wie sie das bauen haben, das ist unglaublich. Yeah. Und alles ist da, Geschirr, die Löffelpannen, alles hat er mir da lassen. Das ist auch normal. Das ist wirklich ganz normal. Nein, ist alles da. Ja. Das ist alles da. Das ist... Ah, noch mehr. Ja, das ist alles da. Jetzt, was du kannst machen kannst, laufst du auf, geh mit dem TÜV, komm oben die rechte oben dran. Du kannst sagen, du hast 114 Treppen, oder? Ey, ich habe wirklich fast kein Wort. Also mega, mega, mega faszinierend. Weil jetzt auch da, ich zeig schnell. Das sind alles Leitungen und da ist so ein Liftschacht. Er ist mit dem TÜV. Ist er außen rumgefahren. So. Jetzt sind wir wieder im oberen Stock. Jetzt sind wir im oberen Stock, ja. Der Wiedenauer hat sein Geld als Chiropraktiker und Coach und später mit Immobilien gemacht. Bei allen Räumen, die mir der Erich zeigt, merke ich eine extreme Faszination, die ich selber voll nachvollziehen kann. Aber gerade eine ganze Anlageposten. Ja, ich immer denke, wie soll ich das sagen? Ich war 30 Jahre in Amerika. Und dort gibt es ja auch Prepper-Szenen. Ich habe dort mal geschaut, wie die machen und einfach Bunker gemacht hinter dem Haus. Notvorrat, habe ich immer gesehen, die Schweiz haben das immer gemacht. In der Schweiz hast du immer einen Luftschutzkeller und einen Notvorrat. Und so eine Anlage, ich war fasziniert von der, wie die vor 80 Jahren schon so etwas Unheimliches bauen können, ohne Computer, eine typische Schweizer Qualität. Und da muss man erstens mal erhalten, also ein Stück Schweizer Geschichte, weil das ist ein Teil der Schweizer Geschichte. Und ich habe die Möglichkeit, das zu erhalten, finanziell. Und zugleich die Möglichkeit, Leute zu geben, die bestimmte Sachen machen wollen. Wie zum Beispiel ETH und so weiter, oder Sicherheitslager, oder Server, oder je nachdem, was die Leute machen wollen. Ja. Das war die Führerleitstelle für 10,5 Kanonen im Berg, wo sie von da aus können ausrechnen, wie sie die Kanonen einstellen, alles von Hand. Aber du dürftest jetzt nicht da drin wohnen, oder schon? Nein, du darfst übernachten. Es ist nur gemacht, wenn zum Beispiel das Bundesamt für, Bundesamt für Zivilschutz sagt, jetzt wohnt ihr in den Luftschutzkeller, dann könntest du nie da reinkommen. Ah, okay. Ja. Aber gibt dir das auch so ein bisschen so ein Gefühl von Sicherheit, dass so etwas. Ja, klar, ist? Im Notfall, wie gesagt, wenn jetzt etwas passiert, oder? Seit dem Krieg da tägliche Telefon, vor allem für die Deutschen, die sich da unterbringen wollen. Wir haben alle Angst und es gibt keinen Luftschutzkeller in Deutschland. Und klar, für mich persönlich ist das natürlich ein Plus, wenn ich hier reinkomme und habe eine Anlage, wo ich meine Familie kann sich unterbringen kann. Yeah. Aber es ist im absoluten Notfall. Ja, yeah. Hier sehen wir jetzt die Kanone, wie sie geschossen haben, 1:1. Oder? Die Granate hatte 42 Kilo. 10 Mann braucht es, um die Kanone zu bedienen. Bis 6 Schüsse in der Minute. Das Rohr ist außen, gehen wir nachher von außen anschauen. Das war ein Notausgang. Jetzt da hinten sind Kanonenrohr. Da sieht man die Kanone, die wir drinnen angeschaut haben, von außen her, oder? Ja. Ich kann einfach nichts anderes als staunen. All diese Gänge hier, alle Räume, die wir daran vorbeifahren,
Alle sind während 6 Jahren im Geheimen gesprengt, ausgegraben und gebaut worden. Und das zu tausendfach in anderen Anlagen verteilt in unserem ganzen Land. Wie ein Murmeli hätten wir bei Gefahr uns die Erde retten und verteidigen. Es ist einfach schon mega, mega eindrücklich, so eine Festung, einfach im Privatbesitz. Und man fragt sich jetzt sicher auch, ja, kann einfach jede Person, die will, so eine riesige Festung einfach so kaufen? Der Erich hat nämlich damals seinen Bunker direkt von jemandem privat gekauft. Diese Person hat ihn aber vorher vom Militär abgekauft. Und dort dafür zuständig ist die Arma Suisse, die zum VBS gehört. Die sind dafür zuständig für alle Stilllegungen und für alle Verkäufe von allen Bunkern. Über ihre Website schreiben sie jährlich etwa 20 Bunker und Gebäude vom Militär aus und die werden dann an die meistbietendste Person verkauft. Gern wollte sie mit Arma Suisse persönlich reden. Eine Stellungnahme vor der Kamera wollten die Verantwortlichen nicht geben, dafür aber per Mail. Also die Arma Suisse hat mir jetzt Folgendes geschrieben. Sie sagen, dass bis jetzt 1'800 militärische Anlagen verkauft worden sind, 4'700 haben sie stillgelegt und 500 sind rückgebaut worden. Jetzt planen sie noch weitere 1'500 Bunker stillzulegen. Jetzt kommt aber das grosse Aber. Viele von diesen Bunker, von diesen stillgelegten Bunker, werden niemals verkauft werden können. Die Krux an der ganzen Sache sind nämlich die verschiedenen Bauzonen. Ehemalige Militärbauten liegen zu 90% nicht in einer Wohn-, Gewerbs- oder Industriezone und die Bewilligung zum Umzonen laben kommt man nur sehr selten. So bleibt die Armee, obwohl sie die gerne verkaufen würde, auf einem grossen Teil ihrer Anlagen sitzen. Das Faszinierende an all diesen Bunkern finde ich ja, dass jetzt so viel einfach nur rumstehen bzw. einfach irgendwo im Berg ausgehört dort sind. Und viele von denen, die nicht verkauft werden, die stehen jetzt einfach rum. Und ich habe einen Tipp von jemandem bekommen, dass ein Bunker nicht mega weit weg von wo ich aufgewachsen bin, einfach so rumsteht. Und ich habe das nicht gewusst. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg dorthin, zu dem Eingang von dem Bunker. Schon irgendwie mega komisch zu denken, dass jetzt die Straße, die ich jetzt rauflaufe, dass das einfach für den einen Bunkereingang, für den Bunker im Felsen, da irgendwo im Wald, nicht Walden, gebaut worden ist. Ja, doch, ich glaube, da ist der Eingang. Mal schauen. Gefürchige Leere und Verlassenheit, die der Ort ausstrahlt. Zusammen mit meinem Namen an der Wand und einem lateinischen Sprichwort: Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. Und können wir eigentlich noch mal schnell über das hier reden? Also, wieso steht einfach mein Name an der Wand? Was soll das? Hat jemand gewusst, dass ich komme? Wenn ich das jetzt richtig sehe, glaube ich, da oben ist Eisartillerie. Schiessloch. Ah, das ist aber. Okay. Das ist zu betoniert. Mit Hilfe der Drohne finde ich noch 3 weitere Schiessscharten. Aber ich habe alles entdeckt, was man kann, und mache mich darum wieder auf den Rückweg. Ciao, Robin. Ciao, Bunker. So faszinierend, wie das jetzt irgendwie gerade war, irgendwie auch. Habe ich es fast ein bisschen gefürchtet gefunden. Ich weiß auch nicht, es ist so ein verlassener Ort. Es ist so, schmeckt muffig, modrig. Es ist alles so in die Jahre gekommen. Es hinterlässt auch irgendwie so ein Gefühl von, ich sollte eigentlich gar nicht sein. Oder ich dürfte das eigentlich gar nicht wissen. Zuhause im Internet finde ich dann heraus, dass die Anlage Artilleriewerk Ursprung heisst und 1943 gebaut worden ist. Sie hat auch 2 15 cm Kanonen, die auch beim Erich Breitenmoser in der Hütte stehen. Vor 15 Jahren ist sie aber stillgelegt und rückgebaut worden. Man kann sich jetzt zu Recht fragen, ja, jetzt aufgrund der weltpolitischen Lage und wenn jetzt so Anlagen zu tausendfach stillgelegt und verkauft werden, sind wir als Bevölkerung überhaupt noch genug geschützt? Und würde es vielleicht nicht Sinn machen, wenigstens einige Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen?
Und auf das haben wir die Arma Swiss auch eine Antwort geschrieben. Und sie meinen, dass die meisten von ihren militärischen Anlagen schon über 80 Jahre alt sind. Also das würde schlichtweg keinen Sinn mehr machen, weil sie sind so veraltet und entsprechend gar nicht mehr den Anspruch an eine moderne Armee. Und weiter sagen sie, dass die ganzen Anlagen sowieso auch nicht für die Zivilbevölkerung gedacht sind. Für das ist nämlich der Zivilschutz zuständig. Und im ganzen Land haben wir über 370'000 Zivilschutzbunker, die Platz für über 9 Millionen Personen haben. Also da haben wir mehr als genug Platz und Schutz für jeden und jede von uns. Alex! Ich treffe mich mit einem weiteren Bunkerbesitzer, Alex Lussi. Ja, danke. Sali, hoi. Sali. Der Nidwaldner hat nicht nur einen, sondern 13 Bunker für seine Pilzzucht. Einer davon steht hier im Rotzloch zu Nidwalden. Seit 5 Jahren züchtet er die mittlerweile im Bunker, der für ihn viele Vorteile bringt. Also Fakt ist, wenn du in einen Berg hineingehst, ist ja ein Klima, das schon vertreten ist. Und das ist meistens feucht, kalt und dunkel. Das heisst, die drei Faktoren, je nachdem, was du rein tust, wenn du in ein Lager machen willst, musst du trocken. Frischluft musst du reinpumpen oder den Strom musst du bringen. Das heisst, das musst du alles zusammen zuerst bringen, bevor es funktioniert. Ja. Ich für Pilze brauche Licht, aber ich habe gerne kalt und ich habe gerne feucht. Ah, okay, dann musst du das, ja. Wir fahren zusammen zu seinen 12 weiteren Bunkern auf Erstfeld, wo seine Mitarbeiter am Pilzernten sind. Gehen wir sie überraschen. Sie wissen von nichts. Sie wissen, dass ich fort bin. Die Bunker, die gerade neben der Autobahn Richtung Gotthard stehen, haben zu Armeezeiten als Pneulager und Druckerei gedient. Die Mitarbeiter haben uns aber definitiv nicht erwartet. Jetzt musst du das Bild anschauen, ist so geil. Schau das an. So, werdet ihr. Da sind wir bei der Shiitake angelangt. Das ist eine spezielle Musik für die Shiitake, dass sie besser wachsen. Für ein gutes Wachstum der Shiitake haben wir immer Musik dabei, richtig. Ja. Und dann haben wir da noch wunderbare Shiitake-Pilze. Und auch die Mitarbeiter, je nach Größe, wenn sie richtig Stadium haben, geerntet werden. Ja. Anders als beim Erich steht beim Alex nicht die Faszination für die besonderen Bauten im Vordergrund, sondern der Nutzen. Ich war ein bisschen gebrannt durch das Militär, weil wir sehr viele so Bunkeranlagen waren. Ich suche es nicht unbedingt, aber ich sehe natürlich auch den Nutzen daraus. Okay. Also für dich ist es wirklich so die Nützlichkeit? Ja, unbedingt. Und vor allem Geschichte, die kannst du transportieren, wo du einfach ein Produkt noch mitgeben kannst. Früher haben sie mit Eisenbahnen gearbeitet, siehst du vielleicht, oder? Mit diesen grossen Papierrollern und so, die sie bearbeitet haben. Es war da hinten ein Lager und davor haben sie gedruckt. Ja. Und das ist noch fertig. Fertig im Sinn von? Im Sinn von in den Felsen. Ah, okay. Also das ist auch, das ist dann voll auch einfach reingebaut? Das ist im Felsen in eine eigene Struktur geschaffen worden. Ja. Durch die Armee natürlich. Ja. Bunker, die können sehr praktisch sein, aber es ist nicht ganz ohne, sie umzunutzen. Ich habe gewusst, dass es in den kleinen Stollen aussen, dass dort Munition gelagert worden ist. Also sprich, bevor ich reinkomme, ich bin ja Lebensmittelproduzent, müssen wir die Boden müssen noch analysieren, um zu schauen, ob da noch Reststoffe sind, belasteter Boden ist und so weiter. Und das überall, oder? Ja. Weil früher haben wir natürlich Materialien verwendet, die nicht ganz dem heutigen Standard entsprechen, oder? Und das haben wir zuerst müssen prüfen. Ja. Und sonst wäre so ein Objekt nicht zum Anlängen. Ist das auch Industriezone? Das ist auch Industrie, ja. Das haben wir aber müssen umzonen. Aha. Weil davor war es Militär. Militär ist so ein schwarzer Fleck. Oder? Yeah. Und wir mussten es noch in die richtige Zone tun für unsere Lebensmittelproduktion. Yeah. Genau. Und wie ist das? Das geht über die Gemeinde. Yeah. Und dann musst du Anträge stellen und dann muss die Gemeinde bewilligen. Ja, an der Urne natürlich. Weil das eine grosse Anlage ist. Ja. Also was, über das ist abgestimmt worden? Ja, genau. Ah, wirklich? Ja. Ja. Ja, aber ich muss also es ist nicht, ich habe es mir kleiner vorgestellt, ehrlich gesagt. Das ist schon nochmal eine riesige Anlage eigentlich. Ja. Eigentlich ist es ein schönes Gefühl, dass die Bunker gebraucht werden können. Einerseits historisch, dass der Platz nicht ganz verschwendet ist. Und ja, hergesagt, alle anderen die sind einfach im Berg. Aber was ist, wenn ich sage, dass es in vielen Dörfern in der Schweiz Gebäude gibt, die auch Bunker sind, aber wie normale Häuser und Scheunen aussehen? Während meiner Recherche bin ich nämlich auf getarnte Bunker gestossen. Im Dörfli St. Margrethenberg oberhalb von Bad Ragaz stehen 5 von denen auf Wiesen verteilt und die gehören alle noch zur Festung Furgels, einem Bunker vom Erich. So von weitem sieht es aus wie ein normaler Garten, eine normale Scheune, die so auf der Wiese steht. Aber wenn man näher kommt, dann sieht man, dass es einfach so angemalt ist. Und da zum Beispiel, da hat es jetzt so eine
Schiessscharten. Und es ist eigentlich alles so rundum. Also in dem innen hat es mehrere Geschütze. Über 9000 Verteidigungsbauten gibt es in der Schweiz. Wie viele von denen so tarnt sind, kann mit Arma Swiss aber nicht genau sagen. Und da innen, in diesem kleinen Häuschen, ist jetzt auch so eine Kanone noch versteckt, noch tarnt. Schon lustig. Sie hätte im Ernstfall Führer gegen das Sarganserland schiessen können. In fast jedem Kanton stehen solche getarnte Bunker herum, so wie auch hier oberhalb von Glarus im Ort Ennetbergen. Ganz normal fügen sie sich ins Landschaftsbild ein. Ich musste jetzt wirklich schnell suchen, wo die stehen. Weil die sind so gut getarnt. Einer ist da hinten dran, gerade hinter mir. Und dann noch zwei weitere da hinten. Insgesamt stehen 8 Stück da oben über die Wiese verteilt, gerade neben Bauernhöfen und bewohnten Häusern. Mit dem TÜV mache ich mich dann noch als letztes auf den Weg von Glarus auf zum Furkapass. Dort steht nämlich ein eher skurriler Bunker, mitten in der Landschaft. So, ich bin jetzt auf dem Furkapass angekommen. Der letzte Teil von Andermatt, jetzt hier rauf, ist einfach noch mal krass gewesen, weil es hat einfach links und rechts im Berg überall so Schiessscharten gehabt. Bunker, tarnte Bunker. Und du bist so vorbeigefahren und denkst, ah, da, Bunker. Der letzte, den ich jetzt noch zeigen möchte, ist für mich, also finde ich, ziemlich speziell, einfach weil er auch so angemalt ist. Und er ist irgendwo da jetzt. Also, ich glaube, das ist er. Das ist ein mega schönes Haus. Einfach so angemalt. Da auf dem Pass oben. Der Bunker ist Teil der Riesenfestung Fuchsegg, die 1941 gebaut worden ist. Die Festung hat Platz für 400 Mann gehabt. Diverse tarnte Kanonen stehen auf der Wiese herum und verschiedene getarnte Panzertürme. So gut. Bunkeranlagen in der Schweiz. Eine fast vergessene Unterwelt. Einige davon kommen jetzt in den Genuss von einer Zweitnutzung, doch die meisten stehen einfach als Zeitzeugen vom Krieg unzählig im Land. Zur Landesverteidigung haben wir damals gefühlt jeden Berg aushöhlen. Was bleibt, sind einige geheime Anlagen, die auch heute noch gebraucht werden und weiter das Bild von der Schweiz als Festung hochheben. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch 500 weitere Bunker zeigen. Die Reportage wäre 35 Stunden und man hat immer noch nicht alles gesehen. Es gibt einfach noch so viel mehr auch zum Zeigen, zum darüber reden. Es ist auch einfach, ich finde es selber einfach so spannend, vielleicht hat man das auch gemerkt. Mich nimmt es natürlich jetzt mega Wunder, was findet ihr von dieser Thematik? Sind ihr vielleicht auch schon mal so einem getarnten Bunker vorbeigekommen? Findet ihr, es sollten mehr Bunker noch umgenutzt werden können? Oder findet ihr einfach allgemein, hey, pff, ja, man hat halt die Bunker gebaut und das Schutz und so what? Schreibt es mir unbedingt auf jeden Fall in die Kommentare. Und für mehr so Reportagen von REC, abonniert jetzt da den Kanal auf YouTube.